Stryker bestand darauf, nur seine Arbeit gemacht zu haben. Trotzdem wurde er zum Helden, als er die Erde vor der Invasion rettete. Er erhielt den Schlüssel zur Stadt und die Freiheitsmedaille des Kongresses. Presse und Paparazzi folgten ihm auf Schritt und Tritt. Seine Biografie hielt sich ein Jahr auf der Bestsellerliste. Stryker-Actionfiguren verkauften sich wie verrückt. Jeder kleine Junge hatte eine. Aber als Hollywood die Rechte an seiner Geschichte haben wollte, machte Stryker einen Strich. Er würde es nie erlauben, von Johnny Cage gespielt zu werden.